Heute sind wieder mehrere tausend Demonstranten gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Laut Polizei kamen in Reutlingen etwa 100 Menschen zusammen. In Freiburg waren es um die 3000. Zuvor hatten Anwohner, Einzelhandel und Gastronomie kritisiert, dass die Route seit Wochen durch die Innenstadt geht. Deshalb wollte die Stadt Freiburg die Demonstration durch einen abgelegenen Stadtteil führen. Dagegen hatte der Versammlungsleiter einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Freiburg gestellt und Recht bekommen. Oberbürgermeister Martin Horn bedauerte die erneut starke Belastung für die Innenstadt und den Verkehr. Die Demonstration verlief laut Polizei friedlich.